Gute und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Dragonflight. Ich bin der Typ mit dem Bart. Oh, danke schön. Wir sind endlich auf den Dracheninseln angekommen. In der letzten Folge war es dann endlich soweit, nachdem es ja noch eine ewig lange Story-Questline gab, sind wir dann auch endlich mal hier in dem eigentlichen Ziel oder Zielgebiet des Ganzen, der ganzen Erweiterung angekommen. Und da möchte ich heute gerne mit euch weitermachen. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt nicht alles mit euch zusammen machen, sondern ich werde zwischendurch auch mal offscreen, werde ich ein bisschen weiter leveln, sonst ich glaube, sonst zieht sich das einfach viel zu sehr in die Länge und ihr werdet ja dann immer sehen, wie weit ich dann in den nächsten Folgen bin. Ich werde allerdings heute nochmal genau da ansetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, also wie gesagt, kurz direkt nach der Ankunft hier, sodass wir die ersten paar Schritte hier auf der Insel gemeinsam machen können, dann habe ich richtig Bock drauf, mit euch zusammen das Ganze nochmal zu erleben. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt und ich werde es auch diese Woche auch nochmal gerne erwähnen. Wer hier erwartet, Mods die Tipps zu bekommen, das ist einfach nicht meine Intention von diesen Videos, sondern ich möchte einfach ganz gemütlich mit euch zusammen leveln. Auch wenn ihr das Ganze schon gemacht habt, vielleicht habt ihr Bock trotzdem zuzuschauen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. So, gibt's noch irgendwas zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Ich freue mich drauf und wir sehen uns nach einem kurzen Intro. Und schon sind wir zurück hier in der Anfangsbase und ich werde hier gerade ganz übel permanent von dem blöden Affen da oben, ja, mit Bananen beworfen. Ich weiß gar nicht, was der Scheiß soll. Habe ich die jetzt irgendwie einstecken? Nö, habe ich nicht. Okay, also, ich habe auch mal nachgefragt, oder ihr wisst es ja selber, ich hatte in der letzten Folge nachgefragt wegen Berufen, ja, ob mir da irgendjemand was empfehlen kann. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, hier ein Blümchenpflücker draus zu machen und Kräuterkundigen. Wobei, das ist ja das Gleiche. Also ein Alchi und ein Blümchenpflücker, so rum. Wobei, ich meine, ich muss das Ganze erstmal grundsätzlich skillen, bevor ich hier großartig anfange loszulegen. Aber wie gesagt, das ist dann sowas, was man auch offscreen ganz gut machen kann. Einfach mal so ganz gemütlich vor sich hinfahren. So, jetzt aber genug gequatscht. Und ich würde sagen, wir starten mal. Oder habe ich nicht schon Quests? Ach komm, wir geben sie einfach mal hier ab. Erzählt nur. Und dann geht's los. Danach bin ich dran. Das Abenteuer ruft und wir antworten. So, rette 3 Mitglieder der Drachenschuppen-Expedition an der wilden Küste. Das machen wir doch gerne. Das ist die erste Aufgabe, die wir haben. Was haben wir noch? Übungsmaterialien. Sammelt 15 Uhr Proto-Welpenschuppen. Auch das nehmen wir mit. Gar kein Problem. Und dann haben wir hier noch Azurathel und der sagte, töte, zöhn, also wieder, töte dies, sammel das, mach jenes. Manche Sachen sind einfach herrlich, ne? Da ändert sich nie was dran. Das ist aber auch kein Drama für mich, ja, also. Sie könnte angegriffen werden. Gut. Das der Fall sein. Bin ich bereit, meine Verbündeten zu verteidigen. Hier haben wir noch einen Angellehren. Angel ist zum Beispiel was, was ich auch sehr, sehr gerne mache in WoW. Also da werden wir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal drauf zurückkommen. Auch hier wieder, ob ich das mit euch zusammen mache, das weiß ich nicht. Müssen wir schauen. So, jetzt aber erstmal runter vom Gaul. Jetzt muss ich erstmal wieder... Ich habe tatsächlich vor 5 Tagen das letzte Mal gespielt. Jetzt muss ich mich erstmal gerade wieder einfinden. So. So, da haben wir schon die ersten Urproto-Welten-Schuppen haben wir einstecken. Wieso habe ich mich jetzt verwandelt? Habe ich hier irgendwas mit der Desintegration gemacht? Keine Ahnung. So, mal gucken, was die hier so... Also ich möchte ja jetzt nicht gleich komplett hier mich mit Zweien anlegen. Ach, wisst ihr was? Scheiße, einfach drauf. Komm, wir machen mal diesen hier. Gucken, was passiert. Okay, also auch 2 von den Bestien scheinen hier nicht so das Problem zu sein. So, wenn man hin und wieder auch nochmal ausweicht, ne, wie man das ja alles brav gelernt hat. Ach so, wenn ich aus dem Kampf raus bin? Ach, komme ich automatisch in meine Drachengestalt, wenn ich in den Kampf reingehe? Ich habe kein Ziel. Aha. Okay.
So, Kampf fertig und wieder raus aus der Drachengestalt. Also ich brauche mich wohl aktiv gar nicht zu verwandeln, das macht er automatisch. Das ist ja geil. Wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, wo ist der Unterschied? Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes erhöht? Ah, okay. Und wenn ich diesen hier mache? Ah, ich regeneriere mich einfach nur besser von der Gesundheit her, wenn ich in der Menschengestalt bin. Außerhalb des Kampfes natürlich. Ja, das ist natürlich, das muss man auch mal wissen, ne? So, einmal schön aufladen. Pam! Und weg. Boah, macht das Spaß! Ich mag ihn jetzt schon, auch als DD scheint mir das Ding ziemlich geil abzugehen. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das nachher in Innis wird. Das kann halt echt nochmal eine ganz neue Erfahrung werden, ne? Einfach mal voll drin stehen geblieben. Einfach mal nichts bewegt. So muss das sein. So, was haben wir denn noch? Urproto-Drachen haben wir, Urproto-Welpen haben wir. Dann müssen wir die anderen noch finden hier. Wir suchen noch jemanden. Wen suchen wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Irgendjemand will auch gefunden werden. Cool. Oh, I love it. Freunde, ich mag das. Also ich glaube, das könnte ganz große Liebe werden mit der Morkred und mit mir. Wenn ihr übrigens in der Gilde seid und ihr seid hier auf dem, ich weiß gar nicht, auf welchem Server ich hier bin, müssen wir gleich schon mal gucken. Ich glaube, das müsste Perenolde Teldrassil, ich weiß gar nicht, was sind da jetzt mittlerweile, ach, ist ja auch egal. Und ihr habt eine Gilde und sagt, Mensch, auf dich haben wir Bock, willst du nicht bei uns mitmachen? Dann sagt mir gerne mal Bescheid, das dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Für ein bisschen zusammenspielen und leveln und so bin ich immer zu haben. Jetzt muss ich aber gerade mal kurz auf die Map gucken, weil ich soll ja auch noch ein paar Leute retten. Okay. Quasi da. Aber wo? Da unten. Ah ja, verstehe. Ah, komme ich von hier nicht dran. Da muss ich da runterspringen. Scheiß. Da geht's schon besser. So, haben wir auf jeden Fall gleich schon mal die Höhlenforscherin Sperrauge gerettet. Was haben wir hier? Das ist eine Lavaschnecke. Die tut uns eigentlich nichts. Die schlafen alle. So. Wo ist der nächste? Der ist da hinten. Okay. Dann wollen wir doch gleich mal in diese Richtung flitzen. Den Rest nehmen wir dann einfach unterwegs mit. Das passt eigentlich ganz gut für mich. Ich glaube, der wird irgendwie rumgetragen oder so. Oder gammelt da rum. Ach, was? Wir werden es gleich rausfinden. So, was ist das hier für einer? Ein salziger Salamander. Das ist bestimmt so ein Jägerpet, ne? Der sieht schon schnuckelig aus. So, jetzt können wir gerade nochmal ein Schlückchen nehmen hier. Ach, hör auf. Zähl doch sowas nicht. Zu weit. So, genau. Da wird auch einer rumgeschleppt. Komm her, du. Komm her jetzt. Zieh dich nicht.
du eine? Ih, was eine hässliche Grille. Was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich so einen Scheiß? So, wo ist der nächste? Der ist da hinten. So, die brauchen wir nicht, die haben wir ja schon. So, da brauchen wir auch noch zwei davon. Edge, war schneller. Aber hier lohnt sich natürlich, wenn du Kirschner bist, ne? Dann kannst du richtig schön Leichen flattern. Oh, da freut sich mein Druide. Wenn ich irgendwann mal hier mit loslege. So. Ich muss näher ran. Es macht echt Spaß. Ich hätte es nicht geglaubt, aber es macht richtig viel Spaß. So, du kriegst jetzt auch noch einen auf den Deckel. Komm, hau zu. Geht doch. Und da haben wir schon den letzten Kollegen hier. Wer ist denn das? Jetzt habe ich gerade kurz gedacht, hast du überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Zum Glück ja. So. Da haben wir schon die ersten Kollegen erledigt. Ich bin noch im Kampf. Wieso bin ich noch im Kampf? Wer ist noch scharf auf Schläge? Den wir noch im Kampf. Das ist ja doof. Ah ja, komm halt mit, der macht dich schon fertig da. So, genau, dankeschön. Einmal abnehmen bitte. Und dann gebe ich hier nicht die Quests ab, sondern da hinten. Okay, dann bin ich wieder völlig daneben. Lalalalala. Da hinten müssen wir hin. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich putz hier nur. Da. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe schon gar nichts gemacht. Eure Bekanntschaft zu machen, Sendrax. Sehr gut. Grüße. Sieh an, wen der Wind hergeweht hat. Ihr habt die Hauptfraktion freigeschaltet. Drachenschuppen-Expedition, okay? Da haben wir wieder genug zu tun, um Ruf zu farmen. So, jetzt gehen wir aber erstmal die restlichen Quests noch ab hier, bevor wir den neuen Krempel annehmen. Respekt will verdient sein. Das geben wir ab und den Schwarzambus geben wir ab. So, jetzt soll ich ja ihn hier was fragen, ne? Ich hab hier vergessen, was. Das ist, wenn man Questtexte nicht liest, ne? So. Warum sind die Drachen nicht hier, um uns zu treffen? Guck mal, Leute, wie komfortabel das mittlerweile ist, dass da auch Quest drin steckt. Also ich weiß nicht, ob es in der letzten Erweiterung auch schon gewesen ist, als ich noch aktiv gespielt habe, und das war mit Pandaria. Da war das nicht. Ja, ich hatte erwartet, dass Majordomo Silistra und Furorio nun hier sind. Aber es ehrt mich, dass ich euch nun hier willkommen heißen darf. Ja. Finde ich gut. Sollte es auch. Bei meinem ersten echten Auftrag. Was für ein... Ah, hier, guck mal, hier so ein Drachenkrieger-Azubi. Ich krieg wieder Azubis, ganz toll. So. Bereit für den Dienst. So, warum kann ich jetzt die Quest nicht abgeben? Doch, jetzt. Auf den Dracheninseln. Genießt eure Zeit hier.
So, es ist wahrlich eine Ehre, das erste Mitglied des Drachenschwarms zu sein, das euch hier begrüßen darf. Ja, okay, entschuldigt das Chaos. Was muss ich machen? Helft Botschafter Fasedras, die Botschaft wieder auszubauen. Aufzubauen. Also wart ihr Rivalen. Krieg mal hin. Bevor ihr zwei diese Expedition gemeinsam geleitet habt. So, dann nehmen wir erst nochmal alle anderen Quests an hier. Die Allianz verbindet eine lange Rivalität. Aber Toddy und ich suchen Wissen, keine Gewalt. Nutzt die Scheibe des Feldmessers, um in den Himmel zu springen und die Umgebung auszuspielen. Ach ja, wie ich es vermisst habe. Die Blutelfen mit ihrem komischen Kauderwelsch. So, da gibt es auch noch eine Quest. Botschafterin des Handwerkerkonsortiums. Was brauchst du? Was kann ich dir bringen? Sucht nach Kralle Etreti in der Botschaft von Schwingenrast. Bin ich denn hier? Bin ich hier ein Schwingenrast? Ich bin tatsächlich ein Schwingenrast. So, hier haben wir noch einen Kapitän. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Stellt euch den Vertretern der Horde vor. Auch das machen wir. So, hier gab es aber irgendwie noch einen Flugpunkt. Den holen wir uns natürlich auch. Willkommen, verehrter Gast. Wohin kann ich denn fliegen? So, ich kann genau auswählen zwischen hier und da. Okay. Naja, gut. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, finde ich auch schön. So. Da haben wir einen Gastwirt. Fasedras. Den sollten wir sprechen. Es gibt neue Waren. Ich glaube, wir setzen erstmal den Ruhestein hier hin, ne? Ich glaube, das ist ganz gut. Was er sagt. So. Beste Waren der Inwind, diesen Leitfaden, in dem zu den Annehmlichkeiten der Botschaft geschrieben steht. Wenn sie nur nicht alle defekt wären. So. Sprech mit Kriegshelden. So, das heißt, ich lese mir das jetzt hier durch oder trage mich da ein? Ah, Formular ausfüllen. Die erste Spalte fragt nach euren Namen. Ja, genau. Morgled, Draktür und Ruferin, Großruferin Morgled, Alex Trasa, bla bla, Chromie? Morgled, die Lebensbinderin. Komm, wir machen mal Morgled, die wahre Königin der Drachen. Ich glaube, das passt. So, die mittlere Spalte fragt nach eurer Ankunftszeit. Genau dann, als ich ankommen wollte. Das passt doch. Die letzte Spalte fragt nach dem Grund eures Besuchs. Für die Horde, für die Allianz, für Azeroth, für die niedlichen Entenküken. Meine Gründe gehen euch nichts an, um die Welt zu retten, schon wieder, um den Bedürftigen zu helfen, um mächtige Feinde in glorreichen Schlachten zu besiegen. Na, aus demselben Grund wie alle anderen auch, epische Beute. Ja, gut, das wäre auch zumindest ehrlich, ne? So, ich würde sagen, einfach für die niedlichen Entenküken. So. Nach all den Jahren so viele neue Unterschriften in der Besucherliste zu sehen. Guck mal, hier gibt es auch einen Alchi-Lehrer. Das finde ich sehr gut. Dann können wir nämlich hier gleich schon mal loslegen. Was ihr wollt. So. Jetzt brauche ich natürlich nur noch... guck mal, Kochkunst können wir, glaube ich, auch mal mitnehmen. Bin ich denn jetzt mit meinen Skills eigentlich auch schon auf dem Level, dass ich jetzt direkt loslegen könnte? Das ist mir noch nicht so klar. Lasst mal kurz gucken. Dungeon Browser. Erfolge, Spezialisierung und Talente. Wo sind denn diese Scheißberufe? Das war doch mal hier drauf. Nee. Dann war es hier drauf? Nee. Da auch nicht. Aber K. Genau. Alchemie der Dracheninseln. So, ermöglicht einem Alchemisten. Der Einsatz von Reagenzien höherer Qualität wird eure Handwerksfertigkeit bei der Herstellung von Gegenständen verbessern. Ja, gut, das ist klar. So, diese Leiste zeigt die erwartete Qualität eines Hergestellten. Ach, das ist jetzt noch nicht mal mehr unbedingt gesagt, dass man auch die Qualität bekommt, die man herstellt. Es kann auch besser werden. Okay. Okay, also offensichtlich kann ich hier direkt loslegen. Ich brauche halt die Reagenzien. Da ist halt die Frage, kann ich hier die Blümchen, die ich hier pflücke, auch direkt hier schon benutzen? Oder kann ich hier überhaupt schon Blümchen pflücken, wenn ich welche finde? Das gilt es rauszufinden.
So, jetzt brauche ich halt nur noch. Na, ich brauche halt Kräutersammler. Da haben wir Bergbaulehrer, Schmiedekunst, Handwerkskonsortium, Obsidianwächter, Eskorte, Lederverarbeitung, Handwerkswaren. Muss ja hier irgendwo geben, ne? Also, gibt es denn hier Blümchenpflücker, Hüterin des Ruhms? Was macht die Tante hier? Moin! Aha. Keine Ahnung. Aber gerne doch. So, aber hier muss es doch noch irgendwo die Möglichkeit geben. Achso, wir sollten uns ja der Horde vorstellen, ne? Die Horde lässt niemanden zurück. Bleibt stark. Jo, machen wir auch. Haben wir auch kein Problem mit. Katalogisieren? Ach, ein Juwe? Interesse an einem Schnappschuss? An einem Schnaps eher. So, Ingi, Schneider, Verzauber, Handwerkswaren. Nee, Ingi wollen wir nicht. Archäologe? Ach gut, machen wir erstmal hier die Quest mit dieser Scheibe. Dann. Unglaublich. Die Elemente hier vibrieren von Energie. So, was haben wir noch? Verbündete suchen? Dun, dun, dun. Das ist echt geil. Okay, da haben wir zumindest schon mal Verbündete gefunden. So, und dann haben wir noch Gefahren suchen. Vom Himmel hoch, sucht nach Gefahr. Kann nicht sagen, dass ich mich mit dem anlegen möchte. Gut. Der Sieg ist nahe. Dann haben wir das auch schon mal. Aber wo zum Geier finde ich denn jetzt hier einen Kräuterkunde? Da hinten ist er doch. Ich sehe ihn doch. Ich habe ihn doch gesehen. Da in der Ecke, oder? Kräuterkunde-Lehrerin. Sehr gut. Meine Waren wurden mit großer Sorgfalt gefertigt. So, und jetzt müsste ich eigentlich auch hier Kräutern sammeln können, ne? Also Blümchen. Blümchen pflücken. Schauen wir mal. So, was haben wir denn noch offen? Urelementar getötet. Da haben wir noch. Das muss ich hier unten machen, ne? Ach nee, da hinten war irgendein Dingenskirchens. Ich kann da hier so schön schweben. Warum mache ich es dann noch nicht? Zack. Den muss ich da auch irgendwie noch angrabbeln. Kohlepfanne entzünden. Möge diese Kohlenpfanne auf ein neues, alle friedlichen Bürger Azeroths an diese Küsten geleiten. Jo. Was du sagst. Sprecht mit Kolmar. Willkommensnachricht gelesen. Oh je, auch noch. Zack. Da haben wir mal so eine Heilpflanze da in die Mitte geschmissen. Finde ich auch mal gut. So. Das machen wir eben noch zusammen. Und dann werde ich mich dann auch erstmal die Tage damit offline beschäftigen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Alexstrasza ist viel beeindruckender als jede Statue, die ihr auf den Inseln finden könnt. So.
Das haben wir jetzt auch getan. Jetzt soll ich mit Kolmar noch sprechen. Kolmar und Sodbrenner? Ach, Sonnenbrenner. Sodbrenner. Ich bin ganz Ohr. Seid auf der Hut. Tonina? Also jetzt schicken die mich von Kochebacke nach Arschbacke hier. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Ich rede mit Asta. Okay. Sprech mit Asta. Asta, wo ist Asta? Asta muss ja wohl hier hinten sein. Da, genau. Asta, Wolkenstauner. Anadia Schola. Lebt wohl. Auffällige Notiz. Okay. Wir suchen eine auffällige Notiz. Wo könnte die nur sein? Ich glaube die. Okay. Ach, guck mal hier, die soll ich ja eh platt machen. Komm, dann machen wir das gerade noch zusammen. Oh, mal gucken, was passiert. Oh, I love it. So. Da ist er doch. Warten, warten, warten. Was wollt ihr denn hier? Aha. Tobendes Feuer, okay, verwandelt 10 Einheiten Tobendes Feuer. Ah, das ist schönes Handwerksmaterial. Das kannst du wahrscheinlich gut im Auktionshaus verhökern. So, Kalle haben wir gefunden. So, ich brauche noch ein paar Urelementare. Guten Tag. 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 So, die waren, gehörten aber wohl nicht dazu. Doch, hier sind wieder welche. Oh Mann. So. Auch mitgenommen. Zwei Stück brauchen wir noch. Wir brauchen noch zwei Urelementar. Da sind doch welche. So, haben wir das auch erledigt. Und dann können wir mal uns Richtung Questabgeber. Ihr wisst schon, was ich meine. Bewegen, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, hier haben wir erstmal diesen hier. So, ohne Zweck. Da hast du. Den nehmen wir jetzt erstmal nicht an, sondern wir machen hier noch mit Senrax die Hauptquest. Genießt eure Zeit hier. So. Mein erster echter Notfall. Okay, da haben wir auf jeden Fall einen. Aber ich glaube, das machen wir dann. Ich mache das offscreen, ja. Müssen wir mal gucken, wo wir das nächste Mal wieder einsteigen. Ich hoffe, da bin ich vom Level her schon ein bisschen weiter und bin vielleicht schon hier so aus dem Startgebiet raus. Das wäre eigentlich ganz nice. Gut, das war's für heute schon wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuschauen gehabt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst. Tschö. Mit Ö.